Okay, das hat geklappt. Okay, in dieser Baustelle hier sind noch Phantome, die wir uns holen können. Ganz oben sind noch Geister. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Ich hatte ja eigentlich was anderes vor. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt ja gesagt, dass er da hochklettern kann. Na gut, dann gehen wir hier hoch. Wir müssen das bei Gelegenheit nochmal im Livestream spielen dann und einfach nur so ein Sammel-Livestream machen, wo wir einfach so Zeug einsammeln und suchen. Deine Seele gehört mir. Ah, ich mach gerne einen auf Shang Tsung. Das hätten wir hinter uns. Da oben noch mehr? Ja. Und wenn wir gerade hier oben auf den Dächern sind, sammeln wir natürlich. Das war heftig. Nein! Alter, wie scheiße ist denn das gerade gewesen, bitte? Schnell! Kamehameha! Habt ihr das gesehen, bitte? Nein. Alter. Ey, auf diesem... Das war schon frech, ne? Auf diesem engen Bereich da gegen die Kerle zu kämpfen, ist... Aufgepasst. Es ist aber auch gemein, dass die schon anfangen zu schießen, wenn ich... gerade in Sichtweite komme. Da hast du ja kaum Gelegenheit zu reagieren. So, hier haben wir aber insgesamt wieder einiges an Geistern auch auf den umliegenden Gebäuden auch noch einzusammeln. Und ich gehe zum Beispiel jetzt erstmal hier rüber, hol das Geld und den Geist da drüben. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich muss mir den Weg merken. Also ich sag einfach mal, erwartet in den nächsten 2-3 Folgen nicht zu viel Story Progress. Da werden wir wieder mit Sammelzeug beschäftigt sein. Ach da. Das gehört halt zu dem Spiel dazu hier, ne? Wo ist jetzt die Baustelle, auf der wir waren?
Ich muss ja nicht zwangsläufig zu der Baustelle zurück. Ich muss ja nur einfach erstmal wieder hoch nach oben. Da sind ja noch Seelen. Die nehme ich natürlich mit. Wenn ich sie sehe, nehme ich sie mit. Ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht. Ich bin ja quasi drüber gestolpert. Aber es wäre total bescheuert, die jetzt nicht mitzunehmen. Da hinten sind noch welche dann. Und da. So, und natürlich die da oben. So, hier ist auch dieses Baugerüst, wo wir waren, ne? Müsste das Gebäude da sein, ne? Ja. Das markiere ich mir schon mal. Dann Richtung grünes Schild. Okay. Ah, nein. So, da hinten wirbeln auch noch ein paar Geisterchen. Und dieses Weinen, was wir hier gerade hören. Ich wollte gerade sagen, das sind doch wieder die Phantome. Da ist der Nebel. Scheiße. Ach, hier komme ich nicht weiter. Halt nicht im Nebel. Er bringt dich um. Das war sehr knapp, das ist mir durchaus bewusst. Es war auch sehr leichtsinnig für einfach so ein paar blöde Geisterchen hier. So, beim nächsten Nekomata-Shop müssen wir unsere Vorräte wieder ein bisschen auffüllen. Okay. Wir haben da hinten hatten wir noch Geister. Das, die hatte ich mir auf dem Dach markiert. Ansonsten... Gut, da ist dann halt, wenn wir den Nebel da gelichtet haben, ne? Okay, dann jetzt noch kurz in Richtung der Geister da hinten. Ich finde es übrigens auch schön, dass wir jetzt ein neues Outfit haben.
Den Kern nehmen wir auch gleich mit. So, die ist gerade abgelenkt. Vielleicht kann ich ja... Kann ich sogar! Haha! So, war's das? Saubere Arbeit. Ach ja. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich persönlich, ich mag das Spiel. Ich weiß nicht, wie... Spannend, dass teilweise zum Zugucken ist hier, wenn ich nur die Sachen einsammle. Aber so prinzipiell, ich find's, ich mag's. So, eigentlich wollten wir aber auf das Gebäude da. So, da sehe ich doch hier schon mal eine Möglichkeit, ein bisschen höher zu kommen. Kurz gucken, hier ist auch sonst nichts mehr zu sehen, ne? Da drüben dann noch. Gut, da kommen wir dann aber über das Gebäude da auch hin. Ich meine, hier ist noch ein bisschen höher, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Am besten von dem Orangen hier. Das ist nämlich noch ein bisschen höher. Jetzt greif doch! Akito, mach mir nicht so einen Stress. So, jetzt sind da vorne noch Geister und da sind nochmal Geister. Oh, und da hinten. Die da hinten verlieren wir am ehesten aus den Augen. Oh. Entschuldigung, da meinte ich. So. Man verliert hier sehr schnell... Oh Gott, ist hier was los noch, ey. Ist hier was los? Aber das bringt natürlich auch wieder jede Menge... Erfahrungspunkte dann auch ein, ne? Nicht ganz, ne? Nein, dann ist es da. Das ist das Gebäude. Okay, dann da. Da ist da hinten. Wie ist das da? Gott, wie weit sehe ich denn da? So, von da aus zwei Gebäude weiter hinten. Dann das. Jetzt haben wir es, okay. Okay, jetzt haben wir es.
mal, wir haben unsere Katashiros bald schon wieder voll. Was ist das da hinten? Ist das ein Schrein? Nee. Aber da ist noch Verderbnis oben auf dem Dach, ne? Die können wir uns dann gleich mitkümmern. Aber insgesamt muss ich ja schon sagen, dass ich das Gefühl habe, in letzter Zeit übertreiben es die ganzen Entwickler immer mit ihren ganzen Open-World-Geschichten. Viele Spiele, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, Open-World zu sein, sind trotzdem Open-World. Einfach nur, damit man sagen kann, wir haben Open-World. Und da frage ich ja dann auch ganz gerne mal, muss das denn sein? War das wirklich nötig? Eins, zwei und drei. Dann markiere ich mir hier die Verderbnis jetzt hier an dieser Stelle. Wenn wir dann nochmal wieder hochkommen, weil wir haben dann keine Katashiros mehr. Wir müssten eh nochmal wiederkommen für die anderen Geister. Was habe ich gesagt? Ich mache erst das Gemälde, damit ich das nicht vergesse. Mhm. Läuft bei mir, ne? Ja, diese Phantome, die sind ja relativ einfach. Wo ist der letzte? Es waren drei. Wo ist der dritte? Ich kann ihn nicht sehen. Da ist er. So, aber einmal Geist hatten wir hier unten noch in der Nähe. Da. Und damit haben wir unsere Katashiros nämlich voll. So. In der Richtung hier müsste eine Telefonzelle sein. Machen wir weiter. Jetzt haben wir Zeit für ein paar neue Kombis. Probier mal. Du bist viel stärker geworden. Da ist die Telefonzelle. So, ich nehme natürlich bei irgendwelchen Shops immer alles mit, was wir da so kaufen können, ne? Denn ich habe das Gefühl, ich brauche das auch. So, wie viele Geister haben wir eingesammelt? 5334. Jawohl. So, dann können wir doch gleich unseren Charge-Up für die aufgeladenen Attacken nochmal verbessern, weil das reicht natürlich für Level 22. Das ist sogar schon fast Stufe 23. Ihr seht das ja nicht, weil meine Facecam da drüber ist. Was Neues für die Datenbank? Habe ich das gar nicht mitgekriegt? Oh, Wassermelone. Die Sommerfrucht schlechthin bedarf wirklich keiner Vorstellung. Es gibt sie in allen Formen und Größen und wird jenen, die gern tiefer in die Tasche greifen, zu ungeheuren Preisen angeboten. In Japan wächst sie vor allem in Kumamoto und Chiba. Kuma ist Bär, ne? So, verringert die Aufladezeit für aufgeladene Angriffe mit ätherisches Weben um 50%. Und dann könnten wir hier Magatama ausgeben
um unseren Windangriff zu stärken dann. Praktisch. Alter, diese Maus, ne? Diese Maus macht mich fertig gerade. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40 Magatama insgesamt. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, komm. Den Windangriff benutzen wir relativ oft. Insgesamt 40 Magatama im Spiel, wage ich jetzt mal zu behaupten. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es genug Zeug gibt, um letztendlich alles freizuschalten. So, hier ist auch ein Nekomata-Shop in der Nähe. Dann gehe ich da noch kurz hin und dann sehen wir nochmal zu, dass wir nochmal zu dieser Verderbnis oben aufs Dach kommen. Und anschließend hatten wir ja eigentlich noch andere Sachen zu tun. Dieses Spiel ist eigentlich prädestiniert für Livestreams. Aber ich habe in den Livestreams so viele andere Sachen laufen. Ich kann nicht alles im Livestream machen. Ich muss ein paar Sachen auch in die normalen VODs outsourcen. Talismane lenken Gegner durch Geräusche. Nehme ich mit. Damit kann man sich vor Gegnern verstecken. Scheiß drauf. So, Kibidango. So, jetzt könnte ich noch ein paar Katashiro kaufen, theoretisch. Mehr als 50 kann ich nicht besitzen. Köder-Talismane verursachen beim Aufprall ein lautes Geräusch und locken Besucher in der Nähe an. Ach, das ist nur... Ich dachte, wir kriegen noch einen richtigen Eintrag dazu. Was das jetzt? Komm, gut, wenn 50 Katashiro das Maximum sind, dann haben wir jetzt das Maximum an Katashiro. Auf welches Dach müssen wir jetzt rauf? Da oben. Ja, fangen wir doch hier direkt an, oder? Er sagt schon wieder, hier sind wichtige Sachen in der Nähe. Sorry, mein One-Track-Mind hat da schon wieder Geister entdeckt. Die nehme ich kurz mit. Und die habe ich jetzt auch als erstes gemacht, weil wir die Verderbnis da hinten ja auf der Karte markiert haben. Ups. Das hätte auch schief gehen können. Was ist das? Unterwelt-Shuyu. Jetzt spring doch da drauf!
Und jetzt verzieht euch, ihr blöden Vögel. Keiner mag euch. Eins nach dem anderen. Yeah. So. Jetzt haben wir wieder fleißig gesammelt. Jetzt könnte man mal wieder was anderes machen. Zum Beispiel irgendwelche Sammelobjekte sammeln. Jetzt sind wir ganz in der Nähe von dem Opferkasten. Pass mal auf. Da ist auch eine Nebenquest in der Nähe. Dann machen wir damit weiter. Nehmen unterwegs noch so ein paar Sachen mit, die wir zufällig finden. Da links sind dann auch noch Geister und eine Goldmietekatze habe ich auch gesehen. Okay, ganz einfach macht das Spiel es mir nicht. Oder ich könnte mal wieder die Tengu nutzen. Die ich schon völlig aus meiner Wahrnehmung verbannt habe, weil sie mir so auf den Sack ging. Da sind sogar drei Geister drauf, aber habe ich nicht eben noch irgendwas gesehen? Na egal. Das ist auf jeden Fall die Richtung, in die ich wollte, auch hier. Also. So, hier können wir uns natürlich jetzt bei den Nekomata auch nochmal so ein bisschen eindecken. Cool. So, wir hatten doch hier so ein paar Nekomata-Geschäfte auch, oder nicht? Ach, sind die alle weg? Feiglinge. Das sollte reichen. Mindestens ein neuer Gegenstand ist aufgetaucht, und zwar der da. Es lohnt... Ach, es ist ein Kappa. Es lohnt sich auf jeden Fall, da immer mal wieder hin zurückzukommen, ne? Komm, dann nehmen wir diese japanische Puppe da jetzt mit, und dann haben wir gleich die Nebenquest da dabei. La 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 la. In der Gegend waren wir auch schon mal. Hier war das schwarze Loch.